hier auf einem Food Market, kaufen noch ein paar Sachen ein für unsere Wanderung. Und dann in einer halben Stunde geht es dann schon los. Richtig schön, klar, sind auch ein paar Touristen hier. Das ist eben der Ausgangspunkt, den alle Touris erstmal nehmen für die Trekkingtour. Ja, und danach geht es dann los mit unserem Guide zu den abgelegeneren Orten, die die anderen Touris nicht nehmen. Sicher.
und machen jetzt unsere 3-Tages-Trekking-Tour. Der Guide ist schon vorangegangen, wir müssen uns sputen hinterher zu kommen. Also bestimmt super. Geschlafen, es war richtig toll. Der Bach hat geplätschert, was heißt geplätschert? Es war so laut, dass ich mir Oropax reingemacht habe. Jetzt gab es schon gerade in der Dusche da eine kleine Katzenwäsche. Jetzt gehe ich nochmal kurz hier aufs gute Klo. Da hinten ist nämlich nur noch das Plumpsklo. Sehr abenteuerlich. Aber ja, so leben die hier halt. Macht Spaß. Jetzt gehe ich aufs Klo. Thank you.
hier wird der thailändische Fußballnachwuchs herangezogen. Ascheplatz, rote Asche. Ein bisschen uneben, aber die Tore haben zum Teil Netz. Jurassic Park. New territory or what? Why is it here? No, no, no. Well, I drank and sang and passed in the stable. Breathe, breathe in the air.
cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge, remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? It's in the weather. Oh, no.
fertig mit Elefantenreiten. Wir fahren dann das letzte Stück auf Floß zurück. Und es ist irre, dass die Elefanten wirklich frei sind. Die haben jetzt nur eine Kette umgekriegt, damit es klimpert. Und die haben so ein Holzglöckchen um den Hals. Und jetzt können die ganze Nacht frei im Dschungel rumlaufen. Und morgen früh kommt der Mahut und sammelt sie wieder ein. Das nenne ich mal ein gutes Elefantenleben. War super. Ganz, ganz klasse. Stop it. Beneath an angry Bible flood did you and I first learn to love. In my father's car we came to know. So, jetzt sind wir hier endlich in dem letzten Bergdorf angekommen und das ist einfach das Paradies hier. Hier laufen alle Tiere ganz frei rum. Kleine Babyhunde, Katzen, Hühner, Schweine, Ochsen, wie man da sieht im Hintergrund. Alle laufen frei rum und es ist so toll. Es ist, ja, als wir gerade angekommen sind mit unseren zwei Guides, es war wie als nach Hause kommen. Also das ist auch eben der Stamm von einem unseren Führern. Es ist toll. Es ist einfach richtig ursprünglich. Du erwartest hier auch gar keinen Luxus. Man sieht, es ist überall nicht die Hundekacke oder Ochsenkacke, aber das ist einfach völlig egal, weil es hier Natur ist. Unser Führersong ist jetzt gerade unten noch am Fluss und fängt ein paar Fische für uns. Ich kann es nicht anders beschreiben, es ist wirklich das Paradies hier, es ist super, super toll. Hier ist unser Armbrot. Der wird jetzt noch einmal gestreichelt und dann geht es gleich da vorne zur Streckbank und dann mit dem Essen, denke ich. Ich glaube, ich nehme hier den Bauch. Natürlich nicht. Say I wear my sorrow like a crown and throw your arms around my head and see it there. Gold and red and brown. As heavy as a history book can be, I will carry it with me, oh Lord. And maybe when the bitterness has gone, there'll be sweetness on our tongue. Enjoy your meal. Thank you, thanks to the cook. Thanks for cooking and something else. She cooked, yeah, not me cook. Thank you for her. Das ist, was hat er gesagt? Das ist eine Art, aber Cabbage nicht, hat er gesagt, ne? Also eigentlich kein Salat. Ne, irgendwas Grünes. Irgendwas Grünes mit, ich glaube, Hühnchen und Zwiebeln. Dann haben wir hier gemischtes Gemüse. Süß-sauer. Süß-sauer mit
Mais mit Blumenkohl, mit Zucchini oder Gurke, wahrscheinlich Zucchini. Okay. Ganz viel gemischt. Dann haben wir ein fantastisches Curry. Ein Massaman Curry mit Kartoffeln und Chicken. Und zum Schluss haben wir Kürbis mit, was habe ich da noch reingetan? Weiß gar nicht. Kürbis? Ach, mit Ei, genau. Kürbis mit Ei. Mm. Ach, das ist Ei, ja. Es war fantastisch, es war richtig, richtig gut. Wir liegen gleich alle nach Fressnarkose. Sehr gut und ich finde schon ein bisschen schade, dass wir nicht den ganzen Urlaub so bekocht werden. Vielleicht canceln wir alle Hotels und bleiben einfach hier. Jetzt der letzte Tag angebrochen unserer Trekkingtour, bevor wir gleich noch 2,5 Stunden auf dem Fluss rumschippern. Wollte ich euch noch eben unsere Unterkunft zeigen, weil ich es einfach echt richtig, richtig schön hier fand. Überhaupt gar kein Komfort, aber einfach ganz ursprünglich und richtig toll. Jetzt könnt ihr einmal kurz einen Blick reinwerfen in unser Schlafgemach. Da konnten wir ganz wunderbar schlafen. Es gab auch schon Moskitonetze. Es war zwar sehr hart auf dem Boden, aber ja, die Einheimischen schlafen auch auf dem Boden, wieso sollten wir dann im Bett schlafen? Hier ist jetzt unsere Terrasse, da haben wir abends immer zusammen gegessen. Da kommt eine sehr wunderbare Gitarre. Jetzt geht's in die Küche, wenn man gekocht wurde. Kam das Holz rein, dann der Topf drauf. Da haben wir richtig gut gekocht, wir durften sogar mithelfen. Und ganz klasse ist auch das kleine Raum, den kleinen Raum nebenan. Das ist die Spülküche. Das ist nämlich ganz praktisch. Hier kann man abspülen und sofort unten drunter geht dann das ganze Wasser entlang. Da kommt das saubere Geschirr rein. Fertig. Und unten drunter laufen direkt die ganzen Hühner rum. So, wenn man jetzt hier von unserer Terrasse runterkommt, wichtig ist natürlich, dass man sich vorher die Schuhe auszieht. Oben ist dann eben alles barfuß, damit nichts dreckig wird. Dann zeige ich euch jetzt mal unseren Gang zum Badezimmer. Dann geht es hier über die Planke rüber. Das ist unsere Dusche. Da ist also ein Wasserbottich, da kann man sich einfach Wasser rausschöpfen und mit abduschen. Dann haben wir hier unsere Toilette. Es gibt sogar eine richtige Toilette für uns westlichen Leute, kann man sich draufsetzen. Und Klospülung gibt es nicht, man muss es ebenfalls einfach mit Wasser hinterher spülen. Papier darf man nicht reinschmeißen in die Toilette, dafür gibt es eben den Sack nebendran. Da muss man eben alles reinschmeißen. Und es gibt natürlich auch noch eine andere Toilette, das heißt, das wäre dann die normale Toilette, wie Thais sie benutzen. Ich habe mich entschlossen, was mitzunehmen. Dieser kleine putzige Kerl hier, der ist so süß und läuft dann die ganze Zeit hinterher und guckt euch das mal an und will nur kuscheln. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Dann komme ich oben im Rucksack rein und gut ist. Nein, er bleibt bei seiner Mutter.
I never thought that these news come through. When you left, it all seemed so true. Before winds turned their back and upon you, and you find hope, and you find hope, I'm sure you do. I never thought that these rains come down. When you heard that I'll be from downtown, before a note turned the way of your song, you will find your drum, find your drum, you will find the horn. Take it all from your heart, throw it down for some love. Leave it all for some trust, make me feel that I'm not alone. Let these words here die, and you'll never hear me again. Oh, hear me again, hear me again. Rafting. Wir machen hier Rafting. Wir machen hier Lafting on the liver. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Sehr gut. Also ich finde es auch richtig klasse. Es ist total ruhig. Es ist der Dschungel links und rechts. Der Song hat schon richtig viele Fische gefangen. Der andere noch, ich glaube keinen, aber er sich jetzt er taucht da runter. Guck mal. Vielleicht hat er jetzt was gefangen. Hey! Ja, und so lassen wir uns hier gut gehen und ich denke, eine ganze Weile werden wir noch hier den Fluss runterfahren. Also richtig klasse. I never thought that the stars fall down when I believed in your golden crown. Before your kingdoms turn my empires down, you find your crown, you find your crown, I'm sure you do. Take it all from your heart. Der Fisch, den die beiden gerade aus dem Fluss gefangen haben, der wird jetzt gegessen. Und zwar im Ganzen. Das ist ein Fisch, der sich ja, anscheinend, wie ich es richtig verstanden habe, nicht von Pflanzen, sondern von Steinchen ernährt. Der macht die Steine sauber. Und ja, der wird im Ganzen gegessen, nicht ausgenommen. Flossen im Kopf, Innereien, alles Mögliche. Und er sagt, es ist wie Medizin.